Liebe Zuschauer des offenen Kanals in Wittlich und Umgebung, wir sind wieder auf Sendung. Heribert Geiter und Hubertus Schulze-Neuhoff. Mit dem Thema Sommer 2019 beginnen wir im Norden. Da sah es etwas anders aus als hier in Bremen. Ich zeige mal die Grafik. Heribert wird sie nachher wieder im Original zeigen. Ich lese vor. Wir hatten 6 Hitzewellen, beginnend Anfang Juni, sich hochschaukelnd in Stufen bis Ende Juni. Dann kam eine Kältephase, da oben recht ausgeprägt in Bremen, die ganze erste Julihälfte. Viele werden sich kaum noch daran erinnern, nachdem die große Hitze kam, Ende Juli und jetzt Ende August. Ihr seht es an mir. Ich schwitze, es ist immer noch Sommer 2019. Zur Quelle Wetter Online, beschriftet von mir. Jetzt kommen wir näher in unsere Region. Ich habe genommen Idar-Oberstein für den Südwesten. Da sieht man, wir haben 7 Hitzewellen. Auch natürlich Anfang Juni anfangend, dann ein Doppelgipfel. Ende Juni, die Hundstage mit 40,6 Grad Celsius in Trier, Ende Juli und jetzt aktuell ebenfalls die Hitze im Monatstakt. Hier nochmal der Monatstakt im Einzelnen, 25. Juni 35,9 Grad Celsius in Trier, 25. Juli 40,6 Grad Celsius, der neue Rekord in Trier. Und dann am 26. August, also gestern, wir haben heute den 27. August, 32,7 Grad Celsius. Ja, es war ein traumhafter Sommer, genauso wie der von 2018. Wir betonen mal das Positive. Jedes Licht hat auch seinen Schatten. Ich lese mal vor die Laudatio auf den Jahrhundertsommer 2018 von meinem Freund und Hobby-Meteorologen Rudi Heidenreich, Minigolf-Ranger in Tram-Trarbach. Er sagte zu dem 2018er, ich lese vor, vergleichbar ist dies allenfalls noch mit dem Sommer des Jahres 1947. Aber das ist 71 Jahre her, inzwischen 72, und zeigt, wie selten so ein großartiges Ereignis ist. Cool, so etwas erlebt zu haben. Leuchtende, heiße, sonnendurchflutete Tage. Die Gewinner waren viele fröhliche Menschen bei Freizeitunternehmungen aller Art. Eisdielen, Personenschifffahrt, Biergärten, Schwimmbäder, Badeseen, Fahrradverleiher feierten Rekordbetrieb. Mosel-Urlauber hatten in Bezug auf das Wetter das ganz Große losgezogen. Bei den Temperaturen konnten wir mühelos mit Stränden am Mittelmeer mithalten. Lange warme Abende, Grillpartys, Land auf, Land ab. Winzer mit traumhaften Ernten. Fazit, es war trotz Stress, den mitunter Hitze und Trockenheit bescherten, einfach nur schön. Und wir werden in grauen Herbst- und Wintertagen noch lange in der Erinnerung an diesen Sommer schwelgen. Danke, lieber Sommer, dass du uns so viele schöne Tage beschert hast. Das war Rudi, Original. Ja, so ist das. Man kann das Positive sehen und man kann auch nur das Negative sehen, was die Presse oft sehr macht. So, jetzt gehen wir zur nächsten Abbildung. Heribert wird sie uns im Original zeigen. Ich lese mal vor. Die Sommer waren das, sind das gewesen 1859. 9 Jahre später, 1868, wieder ein Ausnahmesommer. Dann 1911, 1921, 1934, 37, 59, ich kenne sie alle schon auswendig, 76, 83, 92, 94, 2003 und letztes Jahr 2018. Jetzt haben wir also zweimal hintereinander so Extremsommer. Wann hatten wir das zuletzt? Hermann, ich frage dich mal wieder, ob du es weißt. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Na gut, also ich sag's euch dann. 1975 hatten wir im Juli 18,2 Mitteltemperatur, August 18,8 Grad Mitteltemperatur,
September 15,5, auch noch sehr schön gewesen, der 1975er. Dann kam der Jahrhundertsommer 1976. Juni 17,9 und dann als Höhepunkt Juli, im Juli 19,3. In diesem Fall war es umgekehrt. Da hatten wir erst den Jahrhundertsommer und dann diesen extremen Sommer, teilweise im Monatstag dahinterher. So, jetzt gehen wir ein wenig zurück. Oh, der Schweiß läuft runter. Damit müssen Sie leben und ich jetzt auch leben. Ich zeige euch mal stellvertretend für Europa die Zentralengland-Temperatur. Wir haben da eine lange Reihe von 1659 bis heute quasi. Hier auf der Abbildung nur bis 2014. Aber ich drehe es um. Heribert wird wieder das Original zeigen. Ich zeige mal die Ausnahmejahre. Das fing an mit 1666. Dann 20 Jahre später, 1686, ich habe es als Wärmespitze Nummer 2 bezeichnet, wieder ein Ausnahmejahr nach oben. Dann W3, Wärme 3, 1706, 1730. Dazu musste gesagt werden, 10 Jahre später, der extremste Wert, den wir überhaupt hatten, da 1740, extrem nach unten, innerhalb von 10 Jahren. Es ging weiter mit 1779, 1775, 1798. Dann kam die Serie, die ich schon immer erwähnt hatte, die parallel lief. 1811, 1812, 22, 1834, 46, 57, 68. Ich überschlage mal welche und sage das jetzt 100 Jahre später. 1911, 1921, 1947 und 49 und 59. Ja, und jetzt nochmal zu den Kältewellen. Die taten auf im 100-Jahre-Takt. Da ist möglicherweise die Sonne dran schuld. Ich habe bezeichnet, um 1700, da hatten wir das sogenannte Maunder-Minimum. Da hat die Sonne gestreikt, wie aktuell auch. Da gab es keine jahrzehntelang keine Flecken auf der Sonne. 100 Jahre später kam das sogenannte Dalton-Minimum. Dalton geschrieben. Und entsprechend hatten wir Kälte 1784, 1789, 1814. 100 Jahre später hatten wir das HSN-Minimum. HSN, ihr wisst, wer das ist. Das ist der, der hier spricht. Und die Kälte hatten wir 1879, ganz streng. Und nochmal 1887, 88, 92. So, ich habe dann geschrieben, wann kommt Kälte Nummer 15? Durch das Landscheidminimum, wo wir im Moment drin sind. Wir haben im Moment 20 Tage, wo die Sonne ohne Flecken ist. Insgesamt 2019 sind es schon 165. Ja, ich rechne also als Klimaforscher damit, dass es innerhalb der nächsten 10 Jahre auch mal wieder zum Kälteren hingeht. Ich habe ein Buch geschrieben vor 8 Jahren, glaube ich, Klimawandel alle 30 bis 40 Jahre. Heribert wird es in groß euch zeigen. Ja, eben habt ihr gehört vom Maunder-Minimum, vom Dalton-Minimum, vom HSN-Minimum und aktuell dem Landscheid-Minimum. Hier sind die 400 Jahre der Sonne als Fieberkurve dargestellt. Ihr seht hier das Maunder-Minimum mit wenig Flecken, fast gar keine Flecken. Dann hier die Sonnenzyklen, 2 schwache, hier im HSN-Minimum 3 schwache und jetzt sind wir seit 2008 im sogenannten Landscheid-Minimum. So, dann sind wir auch schon bald am Schluss. Dann können die Gäste weiter essen und trinken und sich unterhalten. Ich wollte noch was sagen zu den Waldbränden. Ich habe ja letztens schon gesagt, alles schon mal da gewesen. Jetzt im Moment stürzen wir uns alle auf Brasilien, aber 2010 war es fast noch schlimmer. Oder genauso schlimm in Russland. 2010, da lag ein blockierendes Hoch. Die Hoch sind immer die Schuldigen, wenn es so viel Hitze und Dürre gibt. Damals ein Osteuropa-Hoch und wir hatten etwa 700 Brände und so viel tausend Tote durch die Hitze. Das soll es gewesen sein. Aber behaltet den Sommer in schöner Erinnerung.
vielleicht ist nächstes Jahr schon was ganz anderes. Das war's. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Applaus